Herzlich willkommen zurück, YouTube, und schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal mit dabei seid. Die Frisur ist ein bisschen durcheinander, weil ich das Headset noch auf habe, und das Headset habe ich noch auf, weil ich gerade vom Statement mit dem Projektleiter von Neon V kam. Der hat sich über eine halbe Stunde Zeit genommen, um ein paar Dinge zu erklären, die er gerne noch zeigen möchte, die seinen Server in ein besseres Licht drücken, und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Tatsächlich ist es so, dass nicht alles, was der Server zu bieten hat, auch in meinem Video zu sehen war. Irgendwie logisch, weil ich ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Zeit habe. Umso schöner, dass sich die Projektleitung mitsamt seinem Entwickler und dem Team Zeit genommen hat, mir ein paar Dinge zu erklären und zu zeigen auf dem Testserver, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, damit das Bild von Neon V für euch ein komplettes ist. Das Video ist zum allergrößten Teil ungeschnitten. Das bedeutet also, dass ich den Content, so wie er aufgenommen wurde, auch 1:1 so jetzt hochlade. Ein paar Korrekturen gibt es natürlich schon, allerdings sehr, sehr wenige, da ich nicht möchte, dass erstens der Projektleiter in ein Bild gerückt wird, das künstlich erschaffen ist, sondern nur so ist, wie er es selbst auch gesprochen hat. Und zweitens soll auch nichts verloren gehen unterwegs. Das bedeutet, alles, was er zu sagen hat, ist ja auch wichtig für euch. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Ich war ja damals schon als Spieler woanders. Wo hast du vorher gespielt? Ich war bei Rose V gewesen, war da in der Fraktionsverwaltung. Das ist der schlimmste Server, den es überhaupt gibt. Ist ein junger Spieler, also der Server-Owner ist ein junger Mensch gewesen, okay. Der auch aus Frankfurt kommt. Hätte ich die Chance, ich würde ihn jeden Tag, glaube ich, klatschen, dafür, was er getan hat. Aber dadurch ist ja Neon V entstanden und ja, dazu kommen wir aber gleich. Okay. Wie du gesehen hast, vielleicht im Discord, hat sich heute auch schon ein bisschen was geändert. Deine Kritik wegen der Partnerschaft, den einen haben wir schon mal rausgeschmissen. Ja, ich nehme an, das wusstet ihr gar nicht, da wollte ich jetzt nicht unbedingt böse tatsächlich stellen. Tatsächlich, Delta Gaming, der Discord ist schon seit 2 Tagen inaktiv oder seit 3 Tagen schon zugemacht worden von Delta Gaming oder wurde zugemacht. Mit Z und Cars arbeiten wir zusammen seit 2023, der März 23. Warum? Weil wir da eine nette E-Mail-Adresse bekommen, also eine E-Mail bekommen haben von Tabex, dass die Markenrechte Mini Cooper etc. entfernt werden muss, wegen den Rockstar TOS. Und da sind halt so ein paar Leute drin wie Xerox, die auch bei Fastlife waren. Und die sich halt verdammt gut auskennen mit 3D-Modeling. Ja. Und da haben wir zusammengearbeitet. Dann haben wir uns ein bisschen hin und her diese Autos geschoben zum Bearbeiten der Brandings. Tatsächlich war es mir nicht bewusst, dass die auf dem Blacklisted Discord sind, tatsächlich. Ja, also da muss ich recht geben, das wusste ich nicht. Ja. Wir haben jetzt heute nochmal jemanden mit reingenommen, Novel Devolution. Das ist von Mario, der ist hier auch im High-Team, ist auch einer unserer Main-Entwickler. Um einfach halt auch mal diese Seriosität zu schaffen, weil klar, das sah schon ziemlich dämlich aus. Also auf jeden Fall da, danke für diesen Punkt, ja, gern, dass du da drauf gestoßen bist. Aber wir haben auch direkt das Design verändert oben. So mit Bildern hast du es ja vorgeschlagen. Ja, wobei das ist wahrscheinlich was nur mich gestört hat. Ne? Ich bin da, keine Ahnung, das ist der innere Monk. Das liegt, glaube ich, an meinem Sternzeichen. Was bist du für ein Sternzeichen? Waage, ja gut, ich bin Skorpion. Ich bin eher so einer von... Ja, so ein ruhiger, der wird erst getriggert, wenn es dann irgendwas gibt. tatsächlich, die Fahrschule wurde auch schon korrigiert heute. Calvin hat sich ein bisschen getriggert gefühlt. Das Auto, was du gesehen hast, wurde nicht gekauft, sondern es wurde komplett selbst hergestellt. Also es hat er selbst gemacht. Oh, okay. Oh, so sorry. Das wollte er nochmal korrigiert haben, dass ich das anspreche, weil das ist seit dem Teil, wo wir diese 46 Fahrzeuge ja bearbeitet haben, die ganzen Brandings, die wir gemacht haben, haben die Motorhauben etwas verändert, die Spoiler verändert, dass sie halt nicht mehr im Originalen halt sozusagen passgenau angezeigt werden. Grundsätzlich, das sollte ich noch gesagt haben, wurde schon korrigiert. Dann wegen dem Anfangs-Joining, wegen der One-Click-Allow-List. Ja. Wir wussten uns nicht besser zu behelfen, als One-Click-Allow-List reinzuschreiben in der Zeit. Weil wir das ist doch ja alles gut, das habe ich auch gar nicht kritisiert. Das war eher so, ich habe es nicht richtig gelesen. Also irgendwas musst du ja machen, alles easy. Und ich meine, am Ende, wie willst du eine Einreise bewerten, wenn es keine gibt? Klar. Ja, da habe ich auch lang gehudelt mit, wie ich das mache. Tatsächlich sage ich halt so, wir machen das so, dass wir die Einreise immer aktiv machen nach der Upwards-Periode. Das heißt, Upwards sind ja verdammt teuer. Ja, und das Problem ist einfach, ich kann ja nicht Teamler zwingen, nachts da zu sein und die Einreise zu machen. Jetzt kommen wir zum menschlichen Teil.
für mich ist es halt wichtig, dass jeder Spieler die Möglichkeit hat, zu jeder Uhrzeit irgendwie auf den Server zu kommen. Klar, man kann jetzt sagen, es gibt Uhrzeiten, wo die Leute dann extra kommen, aber ich sag dir ganz ehrlich, Neon V ist ein Projekt seit 2021, das aus Liebe entstanden ist und wurde aus Liebe auch weitergeführt. There was so much love in this house. Wo wir gesagt haben, wir können auch erstmal alle reinlassen, machen damit den Laden dicht, ne, wo dann diese Einreisegespräche da sind. Ja. Wo wir dann halt sagen, okay, wir können ja wieder aussortieren. Und Störungsfriede, weißt du selbst, von deinen Projekten, die stellen sich nicht erst nach 4 Tagen raus, sondern die stellen sich dann meistens nach einer Dreiviertelstunde raus oder halt direkt. Und die werden halt dann auch dementsprechend auch systematisch aussortiert. Das Ganze ist so ein Zwiespalt aus 5M, würde ich sagen. Dass du einfach 60% Modding hast, 30% Trolling und die letzten 10-20% in 5M sind die Leute, die es noch ernst meinen. Und da ist es halt immer so die Schwierigkeit, die Waage zu halten oder die Leuten das Perfekte zu geben. Dazu komme ich jetzt erstmal zum nächsten Punkt. Du hattest ja gesagt, die Bewertung wäre eher in Gumbo. Also Neon V ist definitiv kein Gumbo. Nein, da muss man unterscheiden. Ich habe bei der P-Bewertung gesagt, wenn ich jetzt hier einen Cut machen würde, was ich ja nicht habe, aber wenn ich an der Stelle unterscheiden würde, würde ich glauben, dass das voll der Gumbo-Server ist. Das habe ich auch extra so betont, aber es ging ja danach noch weiter. Es kam ja noch der Typ von Bennys, also LSC, ich habe vergessen. Genau. Der bekommt auch noch was von uns. Also wirklich, wenn ich so etwas sehe, jemand, der gutes RP spielt, sorry für die Unterbrechung, ja, ist gut. Der bekommt auch was von unserer Seite, was du im Spiel jetzt nicht erhalten kannst. Ne? Also du kannst wirklich alles fast hier im Spiel bekommen, aber für den werden wir irgendwas Extravagantes machen. Nice. Und wenn das vom Mapping ist, weil wir machen ja auch Custom Mapping, wie du gesehen hast, das ist alles von uns selbst gemacht worden. Also zu 80% selbst gemacht, da bekommt er das, was er halt haben möchte. Weil wir einfach sagen, sowas ist schön. Dann hat so sich's gelohnt. Auch beim MD. An der Stelle, lieber LSCler, ich hoffe, du siehst dieses Video und ich hoffe, du hast was bekommen. Und vom Team, der Tester würde brennend interessieren, was hast du bekommen und hast du Spaß damit? Schreib's mal in die Kommentare. Gut, bei uns ist es auch gar nicht leicht, eine Waffe zu bekommen. Du musst erst eine MPU machen bei den Medics. Also du musst eine MPU machen, musst dann zum PD gehen, muss dann die MPU vorlegen und muss dann, so gesagt, den Schein zum PD bringen und danach hast du erst die Freigabe, zum Ammunition zu gehen, um eine Pistole zu kaufen. Und die Pistole habe ich wirklich, sorry fürs Wort, so dreckig das gemacht, dass es dir wirklich keinen Spaß macht, mit der Pistole zu schießen. Okay, okay. Diese Pistole dient bei Neon V dazu, eine andere Waffe herzustellen. Das heißt, das ist einfach nur eine Crafting-Waffe, um vielleicht mal eine MK2 zu bekommen, weil dann haben die erstens, die normalen Spieler, nicht so Lust zu schießen, weil wenn du 3, 4, 5 Kopfschüsse auf den Kopf brauchst und auf Buddy brauchst du 12 Schüsse, da hast du keine Lust drauf. Ja. Und eine Waffe auf Neon V zu bekommen, da brauchst du, es ist ein bisschen übertrieben, alleine 3 bis 4 Stunden, überhaupt eine vernünftige Waffe irgendwie zu bekommen. Und dann hast du natürlich die Gefahr, FIB, PD, Sheriff. Aber das ist gut, gefällt mir. Finde ich nice. Ja, und für mich war wichtig, wie du angesprochen hast, die Server-Performance. Ja, da habe ich auch gelobt sogar. Ja, tatsächlich. Das war für mich sehr wichtig, weil wir haben doch einige Scripts. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir wollen auf eine Client-Respawn von 1,2, 1,3 kommen. Ja. Ohne Scripts zu entfernen. Also hier hast du zum Beispiel ein Bildchen rumstehen, wo wir verschoben haben für ein paar Totsche. Da wir mit sehr vielen Mappern wie Brambi, Patoche oder SLBK gut zusammenarbeiten, wo wir halt auch viele Sachen unverschlüsselt von denen bekommen und haben halt hier draus dann unsere Geldwäschesystem gemacht. Das ist jetzt die öffentliche, die gibt es auch nochmal für Fraktionen. Die ist geregelt, indem du hier dein Schwarzgeld reinmachst und ich mir überlegt habe, wenn du eilig hast, schnelles Geld zu bekommen, verlierst du halt die Hälfte. Ja, verstehe. Und je länger du warten kannst, umso besser wird der Kurs. Und bei 12 Stunden ist der Kurs besser. Wir haben natürlich auch gedacht, wegen der Wirtschaft, ein klein bisschen Abzug. Ja, das ist nicht viel. Ist fair. Das sind 12 Stunden von Echtzeit. Das heißt, du machst sie um morgens 12 Uhr rein, kannst um 0 Uhr abholen. Hier haben wir gesagt, wegen den Zivilisten, dass sie auch guten Spaß haben. Hier kann dir keiner dein Geld klauen. Okay. Bei Fraktionsgeldwäschen sieht es anders aus. Wenn du nicht pünktlich kommst und das Geld ist weg, dann hat es dir jemand geklaut, ob es dein Kumpel war von deiner Fraktion oder vielleicht jemand, der ein Spitzel war. Das ist ziemlich cool gemacht. Wo ich sagen muss, da lobe ich wirklich die Idee.
kommt auch verdammt gut an, weil man kennt es von vielen Servern, du gehst wohin zum NPC, drückst drauf, kriegst es dann ja, direkt getauscht, ja. Musst kurz 10 Sekunden warten, fand ich nicht so cool. Das ist echt cool, das ist wie so ein Crafting-Prinzip, finde ich nice. Und wie ist das bei den Fraktionen, kriegen die dann einen besseren Kurs als der öffentliche? Ja, okay. Die kriegen einen besseren Kurs, das kann man einstellen. Jetzt haben wir hier tatsächlich, habe ich jetzt den Brigada-Job mir mal gegeben für die Fraktionsmission, da muss ich aber ganz kurz was im Skript ändern, weil das haben wir so eingestellt, wir wollen ja nicht, dass die Leute sich bereichern können, wenn wenige Spieler da sind. Das heißt, wenn du nachts um 3 Uhr einloggst, bist nur 2 Spieler, kannst du diese Mission nicht starten. Ja, ja. Eine Frage zu DNZ, kennt ihr den und warum nutzt ihr Skripts von dem, würde mich interessieren. Also tatsächlich benutzen von DNZ gar nichts mehr. Dazu kommen wir gleich noch etwas näher, also noch zu der Geschichte DNZ. Also wirklich, da hatten wir, glaube ich, alle Pakete gekauft, die es gab bei ihm. Ja. Leider, so wie es im echten Leben ist, hat man was gekauft, dann dauert es halt im Support oder man kriegt ihn halt nicht mehr so ad hoc, wie man braucht. Dann gab es ein paar Geschichten, die da passiert sind bei ihm, wo nichts mit uns zu tun hat oder auch nichts mit dir, aber da gab es wohl Entwicklerstreit, ja. Da halte ich mich auch nicht raus. Aber am Ende des Tages, dadurch entstanden ist unser Lagersystem, was ich dir auch gleich zeigen werde. Und das hier ist jetzt das Leaderboard. Ja. Wir haben die Funktion noch nicht drin, dass die Spieler dann selbst ihre Bilder tauschen können. Deswegen haben wir jetzt hier die Namen reingemacht, der Spieler, der in der Fraktion sind. Wir haben das gecapped auf 15 Mitglieder. Du musst erst was dafür tun, dass du überhaupt mehr Mitglieder kriegen kannst. Plus 5, wenn du die Fraktionsmission geschafft hast, dass du auf Level 7 oder 5 bist. Die Fraktion hat 0 XP, 0 Level, 0 XP. Dann haben wir gesagt, wir bieten den Fraktionen, du musst erst einen Schafter freispielen, dass du, also ein Fahrzeug, dass du eins bekommst, dann ein Klappmesser, dass du es bekommst. Du musst es erst alles freischalten, auch das hier. Und am Ende des Tages sage ich halt, es sind 10 Millionen für eine Fraktion zu viel. Da haben wir gesagt, wir machen Rabatte mit rein. Das heißt, wenn du Level 4 bist, bekommst du halt Rabatte. Auch auf die Mission bekommst du dann Cash für deine Fraktion, um halt Sachen zu erwerben, wie Routen oder was auch immer. Dann zu dem besagten 5-Mitglieder-Platz, dass du es freischaltest. Und es läuft nicht über ein F5-Menü ab, wie man es kennt, sondern über ein Command-Invite, wo du die Player-ID eingibst und der bekommt dann das Fenster, möchtest du der Fraktion X beitreten, ja oder nein? Wenn nein, ist es dann erstmal blockiert für 24 Stunden, dass du nicht mehr reinkommst, weil es gibt ja auch viele, ich sag mal, ich denke immer an die Troller, ne? Stell mir vor, so ein Troller hat so eine Fraktion auf einmal, ist da drin und fängt an, Blödsinn zu machen. Ja. Haben wir keine Lust drauf gehabt, deswegen auch nicht übers Handy gemacht, gar nichts. Dann haben wir hier Munitionskisten, Golfschläger, etc., das geht ja die ganze Zeit so weiter. Hier kommen dann nochmal ein Juggler und ab da geht's dann los, wo die Leute dann halt eine normale Waffenpistole bekommen, echt recht spät, Level 13, also das dauert lange, bis eine Fraktion über seine Pistolen freischalten kann und die sind ja, wie zugesagt, auch nur zum Craften da. Ich wollte gerade sagen, also die mit dieser Pistole gehen die dann, entweder leben die mit der schlechten, wie soll ich sagen, Pistole. Ja, oder sie gehen, nutzen die zum Craften dann halt. Aber die ist zum Craften gedacht. Ja, okay. Das merken die Fraktionen doch recht schnell. Jetzt fängt es an, dass die hier schon ab Level 20, da geht es dann los, wo sie dann die ganzen Zusatzfahrzeuge bekommen von außerhalb. Dann geht es los, dass sie noch Visiere bekommen. Und jetzt geht es dann halt auch los, wo sie dann sozusagen noch eine BF bekommen. Lagerplatz fürs Fahrzeug kostenfrei. Dann hier nochmal eine Lagerplatzerweiterung und dann ein Custom-Fraktionsoberteil, was wir denen dann halt so, wie sie es möchten, gestalten. Ja. Und dann ab Level 50 kriegen sie nochmal ein Unique für ihre Fraktion. Ja? Wir haben uns so ein System überlegt, man kennt das ja mit der Wirtschaft, dass die Spieler viel spielen, viel EC-Geld haben und man sagt ja, die Wirtschaft ist kaputt. Ja. Wir sagen uns, hier pass auf, ihr habt jetzt 10 Millionen, ihr bekommt dafür jetzt umgerechnet den Preis X, hier geht ins Tabex und kauft euch das, was ihr wollt für die Fraktion. Belohnt euch dafür, dass ihr so viel gespielt habt. Aber auch normale Zivilisten, also nicht nur mit Schwarzgeld kannst du das machen, dass du dir alles holen kannst, was jetzt im Spiel nicht ist, sondern du kannst es auch mit Grüngeld machen für Zivilisten, die viel farmen. Es gibt ja Leute, die machen das Spiel als Wirtschaftssimulator, und machen nichts anderes außer farmen und helfen den Fraktionen. Da gehen wir her und sagen, ab Summe X, wir würden dein Geld jetzt setzen auf 5 Millionen. Du hast jetzt umgerechnet diesen Betrag. Was möchtest du dafür haben? Dann darf der Spieler das aussuchen und bekommt sein IC-Geld eingetauscht für etwas, was er gerne hätte. Nice.
Weil wir sagen, die Wirtschaft muss unten bleiben, dass der Server interessant bleibt. Und Neon V gibt es schon seit 21. Es gibt keinen, der die Langeweile verloren hat, also Langeweile bekommen hat in dem Moment. Vor allem auf der Hinsicht, dass wir sagen, okay, du hast kein Geld mehr, das heißt, du kannst was Neues machen. Und ich finde, es ist eine schöne Sache, muss ich sagen. Hattet ihr schon mal einen Vibe in den 2 Jahren? Nein, okay. Wir hatten noch nie einen Vibe, noch nie eine Schließung, noch nie eine V2, noch nie eine V3. Es ist alles so gelaufen, es hat nie jemand etwas verloren. Und tatsächlich wegen dem Datenschutz, etc., weil wir auf dem Tube-Hosting-Server hosten, die Datenbank mit deinen Daten wird nach 3 Monaten Inaktivität gelöscht. Ah, okay. Und wird aber nicht mehr auf dem Server gespeichert, die wird auf eine Festplatte gespeichert, wo keiner drankommt. Und der Spieler kommt und sagt, hier, ich war lange nicht mehr da. Dann sage ich, kein Problem, ich kann deinen Account wieder herstellen, wenn du möchtest. Aber die Daten dürfen nicht mehr auf dem Server liegen bei mir. Verstehe. Für mich ist das wichtig. Ich möchte das nicht, weil ein Hoster ist nicht mein Freund. Und ich weiß nicht, was da ist. Das wissen wir alle nicht. Ja. Und für mich ist es wichtig, dass seine License dann nicht mehr rumfliegt. Mhm. Und der Spieler bekommt seine Sachen alle wieder, ohne dass wir diskutieren. Man kennt es ja von anderen Staaten mit den Vibes. Ich könnte mein Auge nicht zumachen. Sehr gut. Ja. Jetzt würde ich dir gerade zeigen, die Missionen. Jetzt weißt du, was man da bekommt als Levelsystem. Zum Levelsystem musst du natürlich auch XPs kriegen. Du kannst Heroin besorgen machen, Kokain besorgen, Marihuana besorgen oder Waffen besorgen. Waffen besorgen sind nur die Pistolen zum Craften. Okay. Du bezahlst Schwarzgeld, dafür bekommst du dann die XPs. Du bekommst Win 5, ist falsch geschrieben, ist gerade auf dem Dev-Server, also bitte nicht falsch bewerten. Wir haben hier die Kevlar, die Munitionskisten abgeben. Das heißt, du kannst auch Sachen, die du bekommen hast, hier abgeben. Und das alle 10 Minuten. Und den großen Fraktionsjob kannst du alle 2 Stunden machen. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt genug Geld auf der Tasche. Ich drücke jetzt hier drauf. Hier werde ich nochmal informiert, dass es 150.000 kostet. Ich bekomme die XP. Wenn ich eingegangen bin, kriege ich den Standort geteilt, wo das Fahrzeug ist. Nach 20 Minuten macht es Boom. Das heißt, er explodiert. Und du musst 2 Stunden warten. Okay. Gut. Nun gut, jetzt haben wir hier auf der Karte einen Punkt gesetzt bekommen. In der Mitte kam eine Notification, eine große von GTA Online, kennt man. Mit Mission ist gestartet. Ja. Spieler muss jetzt dort erstmal hinfahren. Wir werden uns jetzt mal dahin tippen, ja, okay, aus zeitlichen Gründen. Hier hast du jetzt den Transporter. Der Transporter ist befüllt mit der Ware, die du nicht herausnehmen darfst. Du musst nämlich jetzt, das ist die Challenge, mit dem Fraktionsfahrzeug musst du zu deinem Anwesen fahren und nach 20 Sekunden etwa bist du sichtlich für jede Bat-Fraktion, die es auf Neon V existiert. Das heißt, die Leute bekommen dann einen großen Blip angezeigt auf der Minimap-Karte und auf der großen Karte. Und dann heißt es, viel Glück beim Autofahren. Wenn du einen Unfall baust, hast du Pech gehabt und ja. Das heißt, die anderen Bat-Fraktionen können den jetzt überfallen dann als Beispiel. Überfallen, ja, genau. Okay. Aber es ist halt schwierig, weil die Fraktion ja auch mit hinten dran fährt. Und da ist dann sozusagen das kleine Event draus, dass sie entweder A, versuchen, den Transporter umzukippen, dass die Fraktion A nicht mehr zurückkommt, die Reifen platt zu schießen, weil du darfst ja hier nicht mal weiterfahren, wenn Reifen Platten hast, ja, du musst einen Mechaniker rufen. Ja, und dann ist es halt wichtig. Ne? Es gab auch legendäre Boxkämpfe. Also muss ich schon wirklich sagen, da gab es schon sehr viele coole Situationen daraus. Ja, und du siehst auch noch unser Mapping für die Fraktionen. Die machen wir auch noch dazu immer. Gut, jetzt hast du gesehen, du hast jetzt die XPs erhalten. Ja. Jetzt darf die Fraktion reinfahren. Und ab da darf die Fraktion jetzt ihren LKW oder Transporter looten. Und darf dann ihr Zeug ins Lager bringen. Ne? Ja, verstanden. Und ab da haben sie es dann geschafft. Und ich denke, das ist doch eine coole Abwechslung. Mega cool. Kenne ich so in 5M nicht. Ich auch nicht. Nicht gesehen. Deswegen fand ich es cool, dass wir auf die Idee gekommen sind. Macht den Fraktionen auch mies Spaß. Und Fraktionen, die das jetzt ausnutzen, um jetzt dahin zu gehen, den Transporter kaputt zu schießen, alle kaputt zu schießen, da werden wir natürlich auch hellhörig und dann gibt es natürlich dann noch dort mal ja einen Riegel reingeschoben. Ja. Dann haben wir noch unsere Flugschule. Ich weiß nicht, warum du es nicht gesehen hast. Vielleicht haben wir auch zu viele Blips drauf. Ich weiß es nicht. Oder es hat aus zeitlichen Gründen nicht gepasst. Also ich muss halt immer gucken, dass die Videos auch nicht zu lange werden. Ne? Also. Also hier, das ist auch unsere Idee gewesen, dass wir sozusagen eine Flugschule kreieren, wo du verschiedene Sachen machen kannst, also erweiterte Lizenzen,
Ne? Okay. Flugschule, okay. Propeller, etc. Und dann kannst du halt die Lizenzen sozusagen freischalten. Das musst du zuerst machen. Ja. Aber da bezahlst du nicht einfach das Geld und du hast es, sondern du machst es, dann spawnt ein Helikopter oder ein Flugzeug und dann musst du eine komplette, ja, Tutur machen, ne? Über Brücken fliegen, über Landungen und so weiter und so fort. Ey, dann habt ihr so einen geilen Job für Fluglizenzen zu machen, aber warum dann die Standard-ESX-Fahrschule mit einer anderen Route? Da kommen wir gleich zu. Warum Standard? Hier hast du dann die Möglichkeit, deine Aufträge zu machen. Ne, flieg nach Cayo Perico, ja. Transporte und so weiter und so fort. Du musst durch Ringe fliegen, also du hast nicht irgendeine Linie, wo du hinterher fliegst, sondern wir haben Ringe gemacht, da musst du durchfliegen und musst es auch zeitlich schaffen, weil sonst macht es ja auch keinen Sinn. Wir haben auch eine Zone erschaffen, dass kein Troller irgendwie dann nach Los Santos reinfliegt und dann etwas nachspielt, was wir auch leider schon mal im echten Leben haben. Ja, verstehe. Dann haben wir das Geld. Hier können die Leute dann ihr Geld sparen für sich selbst und können es dann irgendwann auszahlen, wenn sie es möchten. Dann bekommen sie es ausgezahlt. Sie können es hier so lange bei Pegasus machen und irgendwann können sie es auszahlen. Super toll, machen gutes Geld mit raus. So, wir haben uns was überlegt. Die Sheriffs haben verdammt gutes RP gemacht. Ja. Die haben eine K9-Staffel, ist auch ein eingeschriebenes Skript. Das gibt's auch zum Kaufen. Aber wir haben es so gemacht, wie wir es wollten. Wir haben einen Schäferhund, den sie rausholen können. Der Schäferhund kann Leute durchsuchen, also mit dem Schnuppern. Der anfängt zu bellen. Auch Fahrzeuge. Und wir haben natürlich eine Fehlerquote reingemacht. Vielleicht gibt es mal einen Tag, wo der Hund nicht so eine tolle Nase hat. Man kennt es ja von meinem Labrador. Dann hatte halt der Gangster Glück gehabt und hat nichts gefunden, weil wir sagen, nicht einfach nur kontrollieren und tschüss. Ja. Sondern man muss dann mal die Sheriffs holen, die halt mal kontrollieren, ob er was dabei hat. Ne? Auch wichtig. Das ist wirklich cool. Und dann haben wir als Dankeschön, das ist ja jetzt hier das Originalgebäude. Mhm. Und wir haben halt noch, weil es verschlüsselt war, haben wir uns überlegt, Texturen sind nicht verschlüsselt, die nehmen wir jetzt raus und machen noch eine Erweiterung kostenfrei, das Gebäude hier hin. Das ist die kleine Garage, ist komplett selbst gebaut von uns. Das wollten die so haben, dann haben sie ihre Tür, wo sie noch ein kleines Büro haben. Ja? Das ist halt das, was halt Neon wie ausgemacht hat, oder schon immer. Auch die kleine Zelle für den Hund, ne? Mhm. Also auch mit Details, das war mir wichtig, mit den Leinen, Futter, den Sitzen. Das ist halt das, was halt Neon wie als Future ausmacht, finde ich. Finde ich nice, echt gut. Aber jetzt kommen wir dazu, warum wir das Standard-ESX-Fahrschule und das Standard-ESX-Vehicle-Shop haben. Vor allen Dingen auf Vehicle-Shop bin ich gespannt. Fahrschule, das nehmen nicht das viele sehr ernst. Da bin ich, glaube ich, der Einzige. Aber auf Vehicle-Shop bin ich gespannt. Ich trenne mein Netzwerkkabel und kann mir Geld jupen. Wow, ich bin ein King. Nein, geht nicht bei uns. Wir haben das sicher gemacht. Warum? Wir haben ja damals angefangen. Wir hatten uns von Aircordless angeschaut im Vehicle-Shop. Sah es ganz cool aus. Haben es auch erworben. War nicht so cool. Ja. War nicht so cool, dann geht man weiter auf die Suche. Dann hat man aber natürlich in dieser Zeit hat man sich immer weiterentwickelt. Das ist jetzt so eher der Part von Mario im Vehicle Shop. Das könntest du ja mal erklären, warum wir das weiterhin behalten haben. Wir haben mit dem Vehicle Shop haben wir mehrere Features noch reingebracht, die, ich sage jetzt mal, im normalen Fahrzeugshop jetzt nicht so ersichtlich sind, aber im Hintergrund doch schon essentiell wichtig sind und mittlerweile auch schon sehr tief offen irgendwie eingebunden sind, warum wir uns dann immer gegen entschieden haben, jetzt irgendeinen Vehicle-Shop zu kaufen. Da hatten wir dann, haben wir oft das Problem, dass der eine Vehicle-Shop zwar dieses Feature dann hat der nächste das nicht. Du musst das immer zusammen kombinieren. Und ja, dass es halt aussieht wie Standard, liegt halt daran, weil es halt auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, im Hintergrund gerückt ist, da wir uns ja auch immer um das aktuelle Thema der Spieler kümmern wollen. Und so ein Vehicle-Shop ist halt vielleicht für den ersten Blick ganz cool, aber die meisten Spieler, die setzen jetzt nicht so gern darauf, wenn wir, ich sag mal, wenn jetzt ansteht, hier, uns ist langweilig in den Aspekt, könnt ihr etwas machen? Und wir sagen dann hier, nein, wir wollen gerne unsere komplette Kapazität für den Vehicle Shop aufbringen oder so. Dann ist das doch schon eher, weiß ich nicht, ja, halt. Genau. Und zurzeit ist ja auch viel los mit Familie und allem drum dran durch die Festtage. Da sind nur so unsere Kapazität nochmal ein bisschen eingeschränkt. I didn't understand. What? Okay, ja gut. Ja. Privatleben geht immer vor, das steht ja außer Frage. Ich denke halt nur, ja. Ein Vehicle-Shop, also
Ich bin jetzt das lebende Beispiel dafür. Ich kann sagen, in eurem Server steckt echt viel drin, also das Fraktionskonzept und die Mission, die dahinter steckt, hat mich echt beeindruckt. Finde ich mega geil, das habe ich auch sonst noch nirgendwo anders gesehen. Und ihr habt ja auch Liebe zum Detail, finde ich echt schön. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn du als neuer Spieler draufkommst, der weder einen Spieler kennt, der hier zockt, noch irgendwas anderes, also so wie ich, komplett neu halt, und dann hast du nur mal 10 Minuten Zeit für den ersten Eindruck. Und dann siehst du eine Fahrschule, Standard ESX, falsch übersetzt an falschen Stellen. Gehst in den Vehicle Shop, siehst die Standard Vehicle Shop. Und dann bist du schon, dann, also die meisten Spieler haben ja schon 10, 15, 20 Server durch und die denken zu dem Zeitpunkt, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, alles klar, ist dasselbe wie woanders auch. Ja, und dann musst du halt hoffen, dass irgendwo geiles RP passiert, weil dann bleibt er hier. Das ist ja in eurem Fall auch passiert. Aber wenn du halt Pech hast und es kommt jetzt noch, und Trottel hast du auf jedem Server, wenn du Pech hast halt, ne? Du gerätst an Trottel und dann lockt er aus und sagt, du, weißt du was, keine Ahnung. Wenn da aber, finde ich, also das ist nur meine persönliche Meinung, wenn jemand einloggt und den Server betritt und zwei, drei Sachen sieht, die er sonst noch nicht so oft oder am besten noch gar nicht gesehen hat, denkt er, oh, oha, krass, mal was anderes, mal was Neues, weißt du? Aber der... Dazu kommen wir mit dem Guide, ja. Ja, aber das finde ich, also Guide hast du ja auch geschrieben, das Videokommentar finde ich gut. Das ist eine geile Sache. Also auf jeden Fall, da, wenn wir, ich habe jetzt mit Mario letzte Woche schon drüber gesprochen, oder vor drei Wochen haben wir schon mal gesprochen darüber. Mhm. Da haben wir aber den Adventskalender jetzt erstmal für die Spieler gemacht. Und dass jeder Spieler einen Adventskalender hat im Spiel, wo er sich einloggt und sich freuen kann. Und auch da haben wir uns wieder überlegt, wieso sollen wir jemanden bestrafen, der an einem Tag nicht einloggen kann, sondern wir haben gesagt, er kann auch nachträglich im echten Leben seinen Schokoladen-Adventskalender nachträglich öffnen. Das kann man auch dann dazwischen noch. Und für uns ist halt wichtig, dass wir diesen Guide reinbringen, der geht vielleicht 20 bis 30 Minuten. Der soll dich wirklich dahin bringen, was Neon V besonders ist. Was auch Sinn ergibt im RP, ja. Wo man weiß, das ist wichtig. Und das ist so der Punkt, was wir auch machen wollen. Wir hätten natürlich das jetzt schnell machen können, indem wir wieder halt auf eine Webseite gegangen wären, hätten etwas gekauft und hätten was gehabt, was 20.000 Server haben. Und da dachten wir, nein, das wollen wir nicht. Wir machen das selbst. Wir haben ungelogen so viele Scripts mittlerweile, die wir für die User gemacht haben, dass wir sagen, wir wollen den Rest oder das, was wir noch als haben als Standard, auch noch halt ändern. Und das ist ein schöner Abschluss, denke ich mal. Also das wollen wir. Ja. Es ist nicht so, dass es keine Liebe ist. Ich kann dir mal kurz ein Foto schicken, wenn du privat DMs, nimmst du die an? Ja, ja. Ja, perfekt. Dann schicke ich dir gerade was. Es ist wirklich Liebe. Bei mir ist auch mein Team heilig. Also mein Team, was wir hier alles opfern an Zeit und Geduld, das ist heftig. Die werden ebenfalls ständig belohnt. Also da muss ich auch mal kurz unterbrechen. Vielleicht kriegen die auch Geschenke, wenn wir Lob aussprechen. Also wir haben das Team insgesamt dreimal getestet tatsächlich. Bei zweimal hat leider die Aufnahme versagt, aber das waren noch schönere Tests als der letztlich veröffentlicht wurde. Einmal war das Jenny gewesen. Genau. Die hat sich ultra viel Zeit genommen für eine Dame aus meinem Team, als es darum ging, einen Charakter neu zu erstellen. Und als sie dann gesagt hat, ja, sie ist ja auch neu auf dem Server, hat sie dann gesagt, ah, okay, kann ich ja bei sonst noch irgendwas helfen? Gibt es irgendwas, was für dich unklar ist und so weiter? Also wirklich 10 von 10. Und das andere Mal bist du selbst auch von jemandem aus meinem Team getestet worden. Auch da hat die Aufnahme nicht funktioniert, also da hatten wir leider nur Tonspur. Das war, wo ihr Team-Event hattet und dann hast du erklärt, dass du gerade alleine da bist, weil die Teamler ja auch mal was anderes machen müssen. Ja, richtig, genau. Da hatte ich schon gesagt, dass ich mein Team darf jetzt mal ein anderes Spiel spielen. Und ich bin sofort. Ist ja cool. Dann kam sie auch später zu mir und hat gesagt, ey, das Team, die sind wirklich richtig, richtig gut. Und das hat mich auch gefreut, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nichts Positives hatte bis daher. Und ich, also es gibt bestimmt viele Tester, die versuchen, möglichst viele negative Dinge aufzudecken, weil sich das besser verkauft. Aber ich will eigentlich genau das Gegenteil. Ich versuche immer auch positive Dinge zu finden, weil ich will mich nicht auf eine Stufe stellen mit Presco und SXAK und so weiter. Ah, die Trollen. Die Süßen, die drei, die hatte ich schon da gehabt. Ja, die hatte ja jeder schon mal da gehabt, die nur trollen. Aber bei mir ist es immer gut gelaufen. Und ja, bei mir auch, aber trotzdem, wenn du dir dann halt denen ihren Content anguckst und guckst, was die Scheiße auch herbeizaubern, wenn es sein muss, das ist halt nicht unbedingt meine Herangehensweise. Deswegen habe ich mich mega gefreut, dass die anderen beiden so mega, mega gutes Feedback fürs Team da lassen konnten. Deswegen gibt das unbedingt auch weiter. Für mich ist mein Team wichtig, so wie meine Spieler wichtig sind. Deswegen haben wir auch ein eigenes Admin-Tool, wo wirklich kein Eigensupport passieren kann. Weil die Leute brauchen den Antrag, dann müssen sie es akzeptieren.
das ist wirklich super gedacht, weil, wie gesagt, ich war auf einem anderen Server, da ist es nicht so gelaufen. Deswegen ist die Idee wunderbar rübergekommen und das Team nimmt es auch wirklich ernst. Auf jeden Fall werde ich die zwei Leute, weil ich kann mir selbst nichts schenken, die zwei werde ich auf jeden Fall beloben und das ganze Team, weil die machen seit Jahren einen guten Job. Und die kriegen immer was, aber die kriegen dazu auf jeden Fall nochmal was Gutes, Positives. Sehr gut, ist auch Weihnachten. Von unserer Seite her wollen wir uns nochmal auf jeden Fall bei dir bedanken. Wir finden das ein super geiles Projekt, was du dir da gerade aufziehst. Oh, mega, dankeschön. Grundsätzlich auch darauf hin, dass du mal Server-Owner warst. Du kennst das Geschäft von 5M. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht andere Server-Owner das genauso positiv nehmen. Manche werden sich, glaube ich, nicht melden. Aber ich sag dir ehrlich, mach damit weiter. Super Arbeit. Und ich denke, dass man vielleicht auch nochmal jetzt hier ein paar Features gesehen hat. Auf jeden Fall. Das ist nicht alles perfekt. Das ist nicht alles perfekt. Das habe ich auch schon in meinem ersten Video gesagt. Der Anspruch ist ja gar nicht, perfekt zu sein. Also finde ich jedenfalls. Jetzt, weil den perfekten Server gibt es gar nicht. Aber was ich halt feiere, ist die Leute, die versuchen, perfekt zu sein. Weil dann wird halt gearbeitet. Das, wo gearbeitet wird und Dinge probiert werden, läuft auch mal was schief und dann ist auch mal nicht so 100% und so. Das ist alles, meiner Meinung nach, alles fein. Weil Hauptsache man sieht, dass die Leute, die dahinter stecken, Bock drauf haben, daran zu arbeiten und was zu verändern. Solange du das siehst, ist für mich die Welt in Ordnung. Deswegen ich würde mich da nicht so unter Druck setzen und sagen, das ist noch nicht perfekt, das ist noch nicht perfekt. Klar will man es perfekt machen, aber viel wichtiger ist, finde ich, der Weg dorthin. Ja, das ist richtig. Deswegen haben wir heute schon 60% von der Kritik bearbeitet. Fahrschule, Discord. Der nice. Guide wird dann auch jetzt, denke ich, in 2 Wochen fertig sein. Alle anderen Dinge sind korrigiert worden. Man braucht leider auch negative Stimmen, um etwas zu korrigieren. Deswegen die Leute, die es hören, die bei Neon Wii spielen, meldet euch per Ticket, meldet den Fehler, den Spielfehler und dann können wir es auch beheben. Auf jeden Fall, danke für das Gespräch. Nice, geiles Schlusswort. Und das waren sie, die Erfahrungen oder vor allen Dingen das Statement des ultrasympathischen Projektleiters von Neon Wii. Ich bin extrem froh über dieses Video, denn wir konnten jetzt noch einige Dinge dazu aufdecken, die einfach wirklich wichtig für das Gesamtbild sind. Eine Aufwertung vom ersten Video kann ich natürlich nicht machen, weil das Video ist jetzt nun mal schon online und nachträglich kann ich es nicht mehr editieren. Ich hoffe aber, dass alle, die sich das erste Video angeschaut haben, eben auch dieses Feedback und das Statement angeschaut haben, weil in Neon Wii schlummert wirklich noch viel, was für die Spielerschaft gut ist. Alles in allem, vor allen Dingen das Fraktionssystem und die K9-Staffel haben mich komplett geflasht. Das ist eine mega geile Sache, habe ich so noch auf keinem Server gesehen. Von daher, Links sind alle in der Videobeschreibung. Joint Neon Wii, habt Spaß bei dem RP, ist glaube ich ein echt guter Server. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Video.